Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Baldur's Gate 3. Duke, der schon auf ein Teleskop geklickt hat und dem wir jetzt ins Gespräch folgen werden. Das war shiny und stand da. Und wir haben übrigens alle ein Level-Up. So. Wahrnehmung auf ein Objekt in der Ferne schielen und versuchen mehr zu erkennen. Da war ein Drache. Ein roter. Ja. Also machen gut in Wahrnehmung. Bestimmt. Ich habe einen plus 2 drauf. Ah, okay, ich kann dir keinen Bonus geben. Na dann, 50-50, ja. Gale hat den Übungs. Easy. My ears are nice, see stuff. Ein komisches Geräusch ist übrigens weg. Ich weiß. Drache. Und hier anfangen. Das ist ja böse, weil wir seine Olle ausgezogen haben. You see a dragon circling like a bird of prey. Hunting. Der ist nach links, ne? Dann bewegt man das Teleskop nach links. Ja, ist auch gesagt. The telescope points to the left. War anscheinend erfolgreich, der Kollege. The telescope points straight ahead. Ja, ich finde es interessant, dass er dann nach unten zielt. Darf ich nochmal nach rechts? The telescope points to the right. Ui, okay. Lusty. Kannst du eigentlich auch nur so kurz durchgucken? Ja, ich mache nichts. Das geht von alleine wieder weg. Echt kurz. Dann drücke ich mal auf Leave. Ja, krass. Warte mal, ich will mal ins Inventar gucken und dann die Levelaufstieg machen. Gale und Schattenherz haben soweit nichts dabei. Schattenherz hat das Schild. Die hat plus 2. Stachelschild hat auch plus 2. Ich sag mal Stachelschild, das sieht cool aus. Die hat das mysteriöse Artefakt noch dabei. Nicht Gale irgendwas geben, Schmierer ist noch alte Schreiber. Von den Goblin. Ah, war geil mit dem Schädel drauf. Der Raubkatzenschädel. Haben Bären- oder Hyänenschädel, ich bin mir nicht sicher. Wurfspeere. Möchtest du Wurfspeere oder willst, soll ich die behalten? Mit beidem okay? Dann gebe ich dir mal ein. Ich mach mal mit Geld den Stufenaufstieg. Das? Mach mal. Der Bildschirm, um einfach in den Charakter reinzukommen. Magier Stufe 3. Gesundheit 6 Stück gekriegt, sehr gut. Der Zauberplätze. 2 neue Zauber, die ich mir. Also Gale würde ich voll auf Schaden machen jetzt. Mama. Melfs Säurepfeil. Ein grünen Pfeil, das Ziel und den Boden mit Säure bedeckt. Bewirkt sofort 4 bis 16 Säureschaden und noch einmal 2 bis 8 Säureschaden, wenn das Ziel seinen Zug beendet. Skylands in Stufe 2 Zauber. Netz. Wirkt einen Bereich mit brennbaren Spinnenweben. Größer und verkleinern lässt eine Kreatur größer oder kleiner werden, um ihren Waffenschaden zu beeinflussen. Okay. Wolke, oh Gott. Geil. Beschwört eine Wolke aus rotierenden Dolchen, die alle im Wirbel angreifen. Ich will auf jeden Fall hier Melfsäurepfeil mal nehmen. Noch Gedanken wahrnehmen. Festhalten, unsichtbar klopfen. Das ist aber eigentlich actually auch ganz nice. Öffnet ein Objekt, das mit einem weltlichen Schloss versperrt ist.
das mal unseren Mitarbeitern, dann brauche ich das nicht nehmen. Ich habe das auch. Ich könnte das auch wählen, ja. Ich habe auch gerade jetzt einen Spare-Slot zugekriegt. Kraft mache ich weg. Magierrüstung behält er. Und ich habe selber jetzt zu Hause. Dann würde ich schlafen. Ist da auch ein Bart, der andere Dude? Magier. Weil er so ähnliches Pelz hat wie ich hier, ja, in Cloud of Deck. Das kann ich auch. Könnte ich jetzt auch lernen, aber ich glaube, ich will hier das her. So, Kleriker steht. Die hat 24 Leben jetzt von 17. Der Spell, den ich jetzt gerade haben will, heißt Crown of Madness. Das ist einfach nur, weil der Name gut ist. So, okay, die kann Stufe 2 zaubern. Vorbereitete Zauber. 2 Zauber hat die. Die ist halt mehr die Heilerin, ne? Also, macht Sinn, sie ist ein Cleric. Eigentlich wollte ich ein bisschen auf Nahkampf spielen, aber irgendwie bietet mir das jetzt gerade eine Nahkampfklasse an. Auf Fernkampf spielen bietet ihr einen Nahkampf. Ja. Nur einmal klarstellen. Und die anderen zwei sind irgendwie Support-Sachen. Also Support, heilungstechnisch würde ich zwangsweise bei Schattenherz mehr drauf gehen, weil die hat halt praktisch nur Heilungsspells. Ja, ich habe auch keine Heilung, also ich kann einmal nochmal was. Du kannst auch deine vorbereiteten Zauber ändern. Nein, ich kann gerade eine Subklasse wählen. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Ich kann dem College of Lore beitreten. Ja. Pursue beauty and truth, collecting knowledge from scholarly tomes to peasants' tales, and use your gifts to hold both audience and enemies spellbound. Das Feature ist dann Cutting Words. Use your wit to distract a creature and sap its confidence. Also würde ich jetzt auch eher unter Support einordnen. Mhm. Dann gibt es das College of Valor. Wander the land to witness and relate the deeds of the mighty, keeping alive the memory of heroes of the past, inspiring heroes of the future. Und es gibt Combat Inspiration, das ist quasi eine bessere Version von Bardic Inspiration. Mhm. Was ganz nice ist, weil du plus 6 auf deinen Attack Roll, also plus ein D6 auf deinen Attack Roll kriegst. Aber ja, ist halt auch wieder nichts, wo ich selber was reißen kann. Ja. Das dritte ist College of Swords. Und ich glaube, ich werde das nehmen. Gut, dass du verschiedene hast. Aber bei mir gibt es auch keine verschiedenen Zirkel. War ja, glaube ich, auf Level 3, wo das geht, ne? Ja. Ja, ich habe nur Zirkel des Landes. Ich kann nur jetzt ein Land auswählen, wo ich in verschiedenen, also wo ich einen Zauber für krieg. Also 2. Nee, ich will meinen Feuervogt. Also, ich könnte arktisch Person festhalten und Dornwuchs. Also Person festhalten. Wüste. Spiegelbild und Nebelschritt. Nee. Wüste, Verstimmung und Stille. Nee. Rindenhaut, Person festhalten. Wald. Sehr interessant. Grassland. Unsichtbarkeit, spurloses Gehen. Okay. Dornwuchs. Ich nehme das hier. Spinnennetz und Nebelschritt. Nee, ich nehme das. Mann. Schwört eine flammende Krummsäbel in deiner Hand. Okay. Bonus-Action, ja, nice. Die nehme ich doch mal direkt. Messer. Also Schattenherz ist jetzt komplett auf Heilung und Support. Ich konnte nichts auswählen, was irgendwie Schaden macht. Get it. Flammende Sphäre. Die kenne ich doch noch von meinem Druiden. Nice.
Okay, okay. Männersche Boden in harte Dornen, die Bewegungsrate halbiert. Durchwege leiden 2. Haut auf 16. Was habe ich dann für eine Rüstungsklasse? Irgendwo? Oh. Nee. Geht nicht. Wo stand die Rüstungsklasse? Aber auf dem Porträt siehst du die. Wie ging das jetzt wieder? Ich habe das hier immer schon mal. Ja, doch, wenn du auf die Porträts und dann untersuchen und dann auf dem dritten Reiter ganz oben. Unter den Hitpoints. Ich bin gerade im Level-Up-Bildschirm. So. Wollte das da sehen. Das ist eine Armor-Klasse von 13 im Moment. Wird dann 3 hochgehen. Nicht mal. Also nicht wenig. Und ich kann das vorher machen, das ist ein Konzentrationsspell. Das sind Stufe 2 Zauber. Ich weiß nicht, wie viele Slots ich gerade habe, aber nicht viel. Also ich habe 2. Was ich richtig sehe. Wird mir selber Dunkelsicht geben, nice. Mondstrahl, ich mach mal noch Mondstrahl. Mach mal mit Tieren sprechen. Die Angriffszauber, die ich haben konnte, habe ich genommen. So. Abgelevelt. Ich auch. War nice. Mit hier runter. So, hier rechts rum von da runter ist noch eine schwarze Fläche oder halt nach hinten aus der Festung raus. Unten ist ja auch ein Dings, eine. Jetzt, wenn wir durchs Tor nochmal rausgehen und nach rechts, da haben wir noch ein Stück nicht erkundet. Wollen wir nicht erstmal in der Stadt gucken? Oder man geht halt da nach hinten weiter. Mir egal, ich frage ja nur. Lass mal gerne in der Stadt hier gucken. Mal ein bisschen Scheißdreck verkaufen und so. Was für eine Stadt eigentlich? Da hinten waren auf jeden Fall Händler. Oder irgendwas, da hinten geht's noch weiter. Hinterher nur vorne am Tor. Wenn du sagst. Ja dann, wo meinst du denn hinten weiter? Hm. Guck mal da zu dir, da ist ein, guck mal, da ist ein Eichhörnchen namens Zölzel. Mensch, ich kann doch mit Tieren sprechen machen. Hier, ich bin in einer Cutscene. Geht mal mit dem Vieh. Get out! The squirrel lunges at your foot and bites it. Mal drauf. Hätten wir es? Nein. Das hat extra dein Special wasted und dann will ich auch gegentreten. Okay, dann frage ich es, was soll das? Oder soll ich sagen, ich beruhig dich? Was soll das? You're trespassing. This is my territory. Überzeugen? Das kannst du besser. Ich will nicht, dass es abhaut. Ich will jetzt auch nicht gehen. Vielleicht kriegt man nochmal irgendwas anderes, wenn man es überzeugt, dass für uns beide Platz ist. Oh. So, Charisma ist beides. Habe ich beides plus eins. Boni gucken. Möchtest du was? Machen wir Bardic Inspiration. Ich habe einen Level 2 Spell, der dir helfen könnte. Nein, gib mir kein Level. Wenn das Schwierigkeitsgrad 10 ist, schon ein Natural One würfeln, ja. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. Darf ich einen Feuerball reinschmeißen? Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? Okay. Yes, cool. Jänner.
Und das ist geil, das ist eine alchemistische Zutat. Machst du hin? Hier ist so ein Dings, wo man aufmachen kann. Hammer. Ist auch geil, dass du erst ein Perception machen musst, dass du diese riesigen Erdhaufen siehst. Sag mir, bei der Truhe ist nicht erreichbar. Zweimal Potion of Healing drin. Yes. Kann man einfach wieder hoch da, wo wir herkamen, oder was ist? Oh, hier ist ein Hebel. Hier ist ein Ding hergekommen. Hier, der Bugbear ist da hergekommen. Heißt das auf Englisch? An dem Hebel. Mein Badge. Kann ich gerade nicht benutzen. Nochmal hier rüber. Normalen Weg. Hier steht Zevlor. Ich würde einmal mit dem reden. Warte aber, bis du hier bei uns stehst. Oh ja, ich kann hier auch anklingen, wenn ich nicht dabei stehe. Now that's settled. Er sich freut. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Okay. Sollen wir greedy sein und sagen, gib mir Münzen? Okay. Fragen, was das hier ist? Erstmal vorstellen. Ich würde mich erstmal vorstellen. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Druide, oh nice. Kann ich auch immer endlich eine Klassenantwort geben? Fremde vielleicht, aber mich nicht. Lucky you. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody. They've started a ritual. Good. Cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Warum hast du dann so eine Rüstung an? Ist so. Ja, frag. Goblin got you. The druid Halcyn's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual. Fragen, was sie hier machen? Ritual, können wir die Druiden nicht überreden? I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Ja, mal sehen, was wir tun können, ne? Ja. I think you should. Yes. No harm in trying the diplomatic. We owe you a great debt. If we are forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Okay. Dann folgen wir dem doch mal da in die große Höhle, oder? Mal gucken, was hier in den Dings drin ist. In dem Karren. Ja, Sandalen und ein alter Schlafferhut immer noch. Hast du geschaut, oder was? Hier vorne zum Karren war ich schon gelaufen. Achso. Oh, speichern. Da unten geht das Ritual schon an. Also voll die Dings-Vibes, voll die Warcraft-Vibes, dass das so rein spawnt. Das Grüne da außen rum. Achso, da, ui. Jo, ja. Auflösendes Tagebuch. Aaron, ich würde mal mit Aaron reden. Händler. We don't even know these people. That doesn't matter. Of course it does. Refugees, adventurers. No one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need?
I lower my prices for fellow druids. Aha. We need to be quick. The ritual will be complete before too long. Dann kaufe ich wohl bei dem Hain. Soll ich dir erst fragen, ob die den Hain wirklich abriegeln? Ja. Gut. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. Was mit den ganzen Leuten hier? We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. Ja. Gerade gesagt, dass die Region vom Monster überrannt wird. Glaub nicht, dass sie da überleben. As I said, it's a drastic measure. But the survival of the Grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Oh cool, was verkaufst du? Ich kann dir noch ein paar Vorräte abnehmen, dann könnt ihr noch weniger überleben. Just some bits and bobs I no longer need. Was verkaufst du denn? Das sehe ich nicht. Echt? Ganz viele Färbemittel, ein Kettenhemd, Ringpanzerrücken, Rüstung des Heckenwanderers und Fellrüstung und gepolsterte Rüstung, jeweils alles plus eins. Ein Stab, Regentänzer. Mit dem Stab kann man Wasser erschaffen. Ein Zauberdieb, Bogen. Macht kritische Treffer. Und einmal pro kurze Rast generierst du einen Zauberplatz, wenn du mit diesem mit dem Bogen kritischen Treffer landest. Eine Axt, Drachengriff. Was hast du denn für Dings? Eine Waffe. Ein Skimitar und ein Dolch. Okay. Und ein Crossbow. Okay. Pfeil des Ilmater. Pfeil des rollenden Donners hatte. Schriftrollen hatte. Ein Ring. Der Träger erhält einen Bonus von 1d4 auf Schadenswürfe. Ring des Werfens. Schriftrolle Blitz. Blaue Handschuhe. Geschossfangs. Du kannst Geschosse von Fernkampfangriffen abfangen und ihren Schaden um 1d10 und deinen Geschicklichkeitsmodifikator verringern. Also ich verkaufe jetzt mal meinen Scheißdreck. Mich interessiert persönlich nur der Regentänzer. Fackel brauche ich noch. Leider. Steinperiode. Die Edelsteine sind nur zum Verkaufen, ne? Zumindest nichts anderes. Keine Ahnung. Die 300. 215, den kann ich mir sogar leisten, den Stab. Cool. Du hast auch mittlere, leichte Rüstung, ne? Ja, ich meine. Mittlere Rüstung, schwere Rüstung. Hier ist eine leichte Rüstung. Mit Rüstungsklasse 12. Überlegene Polsterung, du erleidest ein weniger Wuchtschaden, wenn du die haben möchtest. Für 226. Was war das? Polsterte Rüstung plus 1, Rüstungsklasse 12 und du erleidest ein weniger Wuchtschaden. 10 Uhr. Eine Knoll, die Knoll muss ich mal los. Halskette. Inventar ist mir nicht. Raffa. Tief? Noch nö. Könnt ihr euch mal da hinten leiser buchen? Okay, lass dich mal da dran. Kannst du mal gucken? Währenddessen im Inventar mal kurz den ganzen Scheißdreck von den anderen noch in die Hand nehmen. Und ich würde in Gales Inventar mal die ganzen. Schon. Komm, Kopf. Und Alchemiezutaten sammeln.
Was verkauft er mir denn? Warum haben wir die Camp Supplies nicht gekauft? Brauchen wir die nicht? Nicht gesehen. Ich habe erstmal nur den Stab, meine Sachen verkauft. Den anderen aus meinem Inventar. Deren Inventar. Kann ich den, was habe ich denn, was ich den verkaufen kann? Oder Stuffs, die brauche ich beide nicht. Und die Handaxt brauche ich, glaube ich, auch. Ein Goblin Bow brauche ich definitiv nicht. Light Crossbow, den würde ich gerne. Also habe ich da zwei von. Lol, das ist ein anderer. Nutze ich den nicht, bin ich dumm? Ja. Was ein Rappen, ne? Du hast einen Kuchen. Ach, weil der two-handed ist. Meine Lute kriegt er auf gar keinen Fall. Eldritch Tablet, warum habe ich das denn dabei? Weiß ich nicht, ich kann bei dir ja mit ins Inventar gucken, wo sieht das aus? Dabei, lol. Unsere Lagersupplies würde ich tatsächlich mal bei auch bei Gale lassen. Mut kaufen oder ein paar Stiefel? Soll ich deine Lagersupplies auch mal bei dem reintun? Oder hast du den Fisch gerade verkauft? Warum? Ich habe den ins Lager geschickt. Okay. Eine gute Idee. Ich habe hier so eine Rune Slate noch am Start und ein Eldritch Tablet. Moment, Eldritch Demon's Lead. Runenscheibe, yo. Kaufen brauche ich glaube ich das, nicht, oder? Nee, sah nicht so aus, als würdest du es brauchen. Nee, willst du einen Schädel haben? Ja, dass man denen einfach immer alles machen kann. So, was hat er denn noch, was ich kaufen wollen würde? Und dann meine ganzen alchemistischen. Ich bin nicht professional, dann will ich das auch nicht. Hm. Aber dieser Arrow ist eigentlich ganz geil. Hm. Da kriegt er nur zwei von diesen Pfeilen, oder was? Ja, Leute, ihr seht, wir kaufen jetzt hier gleich ein bisschen ein. Und. Oh, Fire's been refused. Frech. Darf ich meine Abmoderation machen? In der nächsten Folge werde ich nochmal kurz selber einkaufen, dass ihr seht, was wir Neues kriegen. Ansonsten werde ich jetzt kurz hier das Inventar noch weiter sortieren. In der nächsten Folge gucken wir uns dann weiter den Hain an. Danke fürs Zusehen und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.